Hey, yo, was geht ab, Leute? Hier ist wieder euer Outperformance mit einem neuen Video zu Destiny. In diesem Video zeige ich euch den Bauer Slide und erkläre, wie ihr ihn ganz einfach nachmachen könnt. Diese Slide-Taktik funktioniert leider nur mit einem Titan. Dieser muss die Chaosfaust mit Tod von oben und das Artefakt Fellwind das Andenken dabei haben. Das Ganze funktioniert folgendermaßen. Ihr sucht euch einen Ort, der ein paar Meter über dem Boden ist. Wechselt dann zu den Artefakt Fellwind das Andenken. Geht schnell aus dem Menü raus, springt in die Luft und stürzt euch dann mit der Chaosfaust mit den ausgerüsteten Extra Tod von oben nach unten. Wenn das Timing passt, katapultiert ihr euren Charakter extrem schnell nach vorne, sodass ihr sogar schneller seid als ein fahrender Sparrow. Wenn ihr auf den Boden aufprallt, drückt zweimal schnell hintereinander die Sprungtaste, um den Schwung mitzunehmen. So könnt ihr sogar noch weiter springen. Schaut auf jeden Fall, dass eure Agilität auf dem Maximum ist, um noch mehr aus dem Bauer Slide rauszuholen. Mit dieser Taktik könnt ihr euch auch über Rampen und Stiegen nach oben katapultieren lassen. Und so wie ich in diesem Beispiel auf der Karte Witwenhof probieren, auf die Dächer zu springen. Leider habe ich es aber nicht geschafft. Es gibt aber sicherlich viele Orte, an denen ihr den Bauer Slide benutzen könnt, um neue Gebiete zu finden. Im Hintergrund seht ihr ein Beispiel auf dem Grabschiff. Jetzt seht ihr noch, wie man gefühlt durch das halbe Kosmodrom mit einem Sprung springen kann. Das war's von mir. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt dem Video ein Like und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, vergesst nicht zu abonnieren. Danke fürs Zusehen, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute. Euer Outperformance.